Alice, hörst du bitte auf? Ich kann mich nicht konzentrieren. Ach, mir ist langweilig. Dann mach es doch wie ich. Lies ein Buch. Ich habe noch eins dabei, wenn du möchtest. Deine Bücher sind auch langweilig. Da sind nur Buchstaben drin. Wofür ist dein Buch gut, in dem es keine Bilder gibt? Wenn du erst mal so alt wie ich bist, wirst du das verstehen. Alice hatte den ganzen Tag neben ihrer großen Schwester am Flussufer gesessen und nichts zu tun gehabt. Und Sommerhitze und Langeweile sorgten dafür, dass sie sich schläfrig und ein bisschen blöde fühlte. Sie hätte natürlich Gänseblümchenketten flechten können. Aber dafür muss man erst einmal aufstehen und Gänseblümchen pflücken. Und das war bei diesem Wetter eindeutig zu viel Arbeit. Stattdessen legte sie nun den Kopf zurück. Wenn schon ihre Schwester nicht mit ihr reden wollte, würde sie den Wolken beim Vorbeifliegen zusehen. Vielleicht konnte man zumindest mit denen ein Gespräch anfangen, falls sich eine verirren und Alice nach dem Weg fragen sollte. Oh je, oh je, oh je, ich komme zu spät. Ha? Ach so, nur ein weißes Kaninchen. Muss das denn so laut mit sich selbst reden? Viel zu spät. Nein, 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 nein. Moment, Kaninchen reden eigentlich nicht. Und das da hat eine Weste an. Und es sieht gerade auf eine Taschenuhr. Das ist nun doch ungewöhnlich. Hey, hallo. Was? Keine Zeit. Keine Zeit, junge Dame. Ich bin sowieso schon viel zu spät dran. Bitte bleiben Sie doch stehen. Keine Zeit. Alice lief dem Kaninchen hinterher, aber es war viel zu schnell für sie. Es rannte einmal quer über ein Feld hin zu einem Birnenhain. Dort hielt es plötzlich an, krabbelte unter eine Hecke und verschwand in einem Kaninchenbau. Na ja gut, das ist jetzt wieder recht gewöhnlich. Das Kaninchen hatte einen ganz schönen Vorsprung, aber sitzt ja auch immer noch in seinem Bau. Und wie groß kann so ein Kaninchenbau schon sein? Hallo? Herr Kaninchen? Ich könnte ja einfach hier warten, bis er wieder herauskommt. Aber wer weiß, wie lange das dauert. Oder ich kletter ihm hinterher. Gute Güte, das ist ja ein richtiger Tunnel. Hallo? Herr Kaninchen? Der Boden des Kaninchenbaus hatte plötzlich unter Alice nachgegeben und sie stürzte in die Tiefe. Wenn man anfängt zu schreien, weil man irgendwo herunterfällt und Luft holt, weil man gerne weiterschreien möchte, da man noch immer fällt, dann fällt man entweder besonders tief oder besonders langsam. Wo bin ich hier? Das sieht aus wie ein großer Brunnenschacht. Aber da sind Küchenschränke und Bücherregale an den Wänden? Naja, so viel Platz muss man ja auch ausnutzen. Also langsam wird dieses Runterfallen langweilig, findest du nicht? Huch, wer bist du denn? Ich bin auch Alice. Alice war schon immer sehr gut darin gewesen, mit sich selbst zu sprechen. Vor allem, wenn ihr langweilig war. Und außerdem ist man für jede Gesellschaft dankbar, wenn man erst mal eine Weile in einem viele Meilen tiefen Schacht unterwegs ist. Sie und auch Alice stellten bald fest, dass sie viel miteinander gemein hatten. Sie liebten zum Beispiel beide Crockett. Und beide hatten eine Katze namens Dinah. Die beiden Mädchen unterhielten sich eine Weile blendend miteinander, bis Alice schließlich schläfrig wurde und beinahe wegdämmerte. Als ihr Fall auf einmal endete und sie in einem riesigen Laubhaufen landete. Na, das wurde ja auch Zeit. Bei meinen Ohren, wie spät es schon ist. Da ist das Kaninchen. Hey, bleib doch stehen. Es ist da vorne um die Ecke gerannt. Wo ist es hin? Und wo sind wir hier eigentlich?
Eine Halle. Ganz schön lang. An der Decke hängen jede Menge Lampen. Und überall an den Wänden sind Türen. In allen Formen, Größen und Farben. Das Kaninchen muss eine davon genommen haben. Hm. Verschlossen. Die hier? Auch. Und die? Ich fürchte, das ist zwecklos. Wie soll ich hier jemals wieder herauskommen? Jetzt reiß dich zusammen. Ich hab was gefunden. Guck mal da, mitten in der Halle. Was glitzert denn da? Das ist ein Tisch. Ein dreibeiniger Tisch, ganz aus Glas. Den haben wir eben nicht gesehen, weil er ja durchsichtig ist. Da liegt irgendwas drauf. Ein Schlüssel. Ein kleiner goldener Schlüssel. Er muss zu irgendeiner der Türen gehören. Aber die sehen eigentlich alle so aus, als wäre das Schloss zu groß oder der Schlüssel zu klein. Schau mal. Was denn? Der kleine Vorhang hier vorne. Noch eine Tür. Vielleicht 15 Zoll hoch. Genau die richtige Größe für ein Kaninchen. Und die richtige Größe für den Schlüssel. Was ist dahinter? Ein Gang. Und dahinter ist der schönste Garten, den ich je gesehen habe. Voller bunter Blumenbeete und Springbrunnen und... Aber wir passen nicht hindurch. Der Durchgang ist viel zu eng. Ich müsste kleiner werden, dann könnte es funktionieren. Alice, man wird irgendwann größer, aber nie kleiner. Das weißt du doch, oder? Ich will in einen unterirdischen Garten, um ein sprechendes Kaninchen zu verfolgen. Und du sagst mir, ich könnte nicht genauso gut kleiner werden? Ich habe nicht genau nachgezählt, aber ich glaube, ich habe heute schon bestimmt 6 unmögliche Dinge getan. Warum also nicht als 7. einfach zusammenschrumpfen? Was war das? Das kam vom Glastisch. Da steht etwas drauf. Eine kleine Flasche. Die war doch eben noch nicht da. So ein Unsinn. Wer soll die denn hier abgestellt haben? Am Flaschenhals ist ein Schild befestigt. Trink mich steht da. Na gut, warum auch nicht? Ah, oh, das schmeckt gut. Nach Kirschkuchen mit Vanillesoße und auch Ananas und Sahnebonbons und... Alice? Ja, nach heißem Toast mit Butter. Alice? Ja? Was ist denn auch, Alice? Was ist das für eine gläserne Wand, vor der du da stehst? Das ist... Ja, meine Güte! Das ist eines der Tischbeine. Diese Flasche hat mich tatsächlich schrumpfen lassen. Wie ein Fernrohr, das man zusammengeschoben hat. Na also, jetzt kann ich durch die Tür und... Oh nein. Was ist? Die Tür. Sie ist wieder ins Schloss gefallen und ich habe den Schlüssel auf dem Tisch liegen gelassen. Wie soll ich den jetzt noch erreichen? Nun reiß dich gefälligst zusammen. Aber für die anderen Türen hier gibt es keine Schlüssel. Ich sitze hier fest, wer weiß für wie lange. Weinen hilft dir jedenfalls auch nicht weiter. Die eine weint ohne Unterlass und die andere ist gemein zu mir. Ich bin 2 furchtbare Menschen. Schau mal lieber unter den Tisch. Da liegt irgendetwas Kleines. Ja, ein Kästchen aus Glas. Und darin ein winziger Kuchen. Wieder ein Zettel. Iss mich, steht darauf. Du willst ihn essen? Wenn er mich wieder größer macht, dann kann ich den Schlüssel wieder erreichen. Wenn er mich noch kleiner macht, spaziere ich einfach unter der Tür hindurch. So oder so komme ich in den Garten. Und wenn gar nichts passiert? Was? Was für eine unsinnige Idee. Da, es funktioniert. Ich sehe schon meine Füße kaum noch. Macht's gut, Füße. Passt auf euch auf. Aua, was war das? Du bist mit dem Kopf an die Decke gestoßen. Du bist gut und gerne, nun ja, 9 Fuß groß. Vergiss nicht meine eigenen 2 Füße. Mit denen sind es dann 11 Fuß. An den Schlüssel kommst du ja jetzt, aber... Oh, die Tür! Wie soll ich durch die Tür kommen? Da ist man entweder zu groß oder zu klein. Und dann wieder zu groß. Da kann doch kein Mensch den Überblick behalten. Oh, nicht schon wieder. Hör auf zu weinen. Du bist jetzt schließlich ein großes Mädchen. Ein, sehr großes Mädchen. Du machst den ganzen Fußboden nass. Das sind ja ganze Milchkannentränen. Ich bin so furchtbar unglücklich. Was war das? Du hast einen Schluck auf. Kein Wunder bei all dem Geheule. Ich werde wieder kleiner. Schnell, nimm den Schlüssel. Er ist mir runtergefallen. Ich...
Ich schrumpfe viel zu schnell mit jedem... Mit jedem Schluck auf verliere ich ein paar... Fuß! Was ist das für ein riesiger See? Er war doch eben noch nicht da. Das sind deine Tränen. Du schwimmst in einem Tränensee. Das ist so viel Salzwasser. Das ist eher ein Tränen... Tränenmeer. Du bist so klein geworden, dass man nicht mal mehr die Wände der Halle sehen kann. Sie sind einfach zu weit weg. Gut, dass ich ein bisschen schwimmen kann. Was? Ich verstehe dich kaum. Ich glaube, ein Sturm kommt auf. Was mache ich denn, wenn ich jetzt immer kleiner werde, bis ich nicht mehr da bin? Oder wenn ich in meinen Tränen ertrinke? Was ist das da vorne? Das sieht aus wie ein goldenes Boot. Nein, Moment. Das ist der Schlüssel. Den kann ich auf den Berg klettern. Oh, wie groß dieses Meer wohl ist. Ach, ich wünschte, ich hätte nicht so viel geweint. Oh, da sitzt ja noch jemand. Eine Maus. So groß. Nein, so klein wie ich. Und auch ganz nass. Hallo, Maus? Sie sagt nichts. Vielleicht versteht sie kein Englisch. Es könnte eine französische Maus sein. Wahrscheinlich ist sie mit William, dem Eroberer, nach England gekommen. Moment, wie ging das nochmal? Emma, Schatz! Oh, das ist nicht gut. Das heißt, wo ist meine Katze? Bitte entschuldige, Maus. Es war nicht böse gemeint. Es ist einfach nur der erste Satz in meinem Französischbuch. Du magst wahrscheinlich keine Katzen, oder? Das ist leicht untertrieben. Würdest du Katzen mögen, wenn du ich wärst? Das ist wirklich nicht nett von dir. Ja, Pet hat recht. Die Maus hat ein wirklich schwaches Herz. Hoch? Wo kommt ihr denn her? Die Strömung hat uns mitgerissen. Da sind wir auf euer Boot geklettert. Du bist ein Meerschweinchen, oder, Pet? Und du bist natürlich eine Eidechse. Und... Oh, warum schaust du denn so gequält? Das ist Bill. Und du stehst auf seinem Schwanz. Oh, bitte entschuldige. Schon gut. Und du bist... Was, schon ein Dodo natürlich? Hallo! Eigentlich ist er nur ein Do, aber er stottert nun mal. Ihr habt jedenfalls recht. Sei mir bitte nicht böse, Maus. Ich wollte dich nicht erschrecken. Und trotzdem, du müsstest mal meine Katze Dinah sehen. Dann würdest du bestimmt anders darüber denken. Sie schnurrt so schön, wenn wir am Feuer sitzen. Und man kann sie so wunderbar streicheln. Und sie ist uns eine große Hilfe bei der Mäusejagd. Da! Oh, nicht schon wieder. Es tut mir leid. Die Maus sprang über Bord und schwamm zur Wand der Halle, die sich wie eine unendlich hohe Klippe vor ihnen auftürmte. Alice sah, wie sie einen Schlüssel hervorzog und damit eine gut versteckte, winzige Türe aufschloss. Die Maus schlüpfte hindurch. Aber auch die Wassermassen brausten nun durch die Öffnung. Der Schlüssel nahm Fahrt auf und schoss mit Alice und den Tieren darauf durch die Wand ins Freie. Wenigstens ist es hier nicht so dunkel. Aber genauso nass. Sogar nasser. Es ist ja viel mehr Wasser. Da vorne ist ein Strand. Kommt, wir schwimmen an Land. Da kommen ja noch viel mehr Tiere ans Ufer. Affen, Hamster, Enten, Dachse. Sie sehen alle ein wenig durcheinander aus. Ja, sie müssen alle von der Springflut überrascht worden sein. Wo kamen die wohl her? Ich habe so etwas noch nie erlebt. Ruhe! Bitte Ruhe! Wir müssen irgendwie trocken werden, sonst erkälten wir uns. Ich könnte einen trockenen Vortrag halten. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Doch, doch. Die Maus soll das mal ausprobieren. Aber... Ich schlage ein Wettrennen vor. Na gut, dabei würde uns schon warm werden. Und wo rennen wir dann hin? Wir wollen ja hinterher keinen langen Rückweg haben, deswegen rennen wir am besten im Kreis. Ich male uns einen in den Sand. Momo, Moment. So. Wo sollen wir denn starten? Jeder startet, wo er oder sie möchte, nicht wahr?
Sonst ist ja gar nicht genug Platz. Na gut, aber woran erkennt man denn, wer... Hey, die Maus läuft ja schon los. Schnell, hinterher, sonst holen wir sie nicht mehr ein. Und so rannten sie alle los. Alice und die ganze Menagerie, immer im Kreis herum. Zwischendurch wurde einigen Tieren schwindelig. Sie setzten sich eine Weile in den Sand, sprangen dann auf und rannten weiter. So liefen sie alle bestimmt eine halbe Stunde und wärmten sich auf. Bis der Dodo ihnen plötzlich anzuhalten gebot. Stopp! Das Rennen ist vorbei! Und wer hat gewonnen? Wer war denn am Ende vorne? Naja, wir sind im Kreis gelaufen. Da war jeder vor irgendjemand anderem. Dann haben auch alle gewonnen. Und alle bekommen einen Preis. Aber wer gibt uns denn die Preise? Nun, sie natürlich. Ich? Gute Idee. Ja, her mit unseren Preisen. Preise, 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 Preise. Ich hab noch... Ja, hier in meiner Tasche. Eine Dose mit Bonbons. Zum Glück sind sie nicht nass geworden. Ja! Hier bitte. Eines für jeden. Keine Sorge, es reicht genau für alle. So ein Glück. Aber sie muss auch einen Preis bekommen. Natürlich. Was hast du sonst noch in deiner Tasche? Mal sehen. Ach, nur ein Fingerhut. Gib ihn mir. Bitte. Und nun? Psst, du musst deine Hand ausstrecken. Oh, ach so. Hiermit verleihe ich dir diesen eleganten Fingerhut. Eine Rede. Eine Siegesrede. Ich? Ich soll eine Rede halten? Na gut, ich danke dem, dem Rennkomitee für seine Arbeit und meinen Mitläufern für ihr sportliches Verhalten. Und natürlich danke ich auch meiner lieben Dinah, die dafür gesorgt hat, dass ich immer in Bewegung bleibe, weil ich ihr zu Hause so oft hinterherlaufen muss. Wer ist Dinah? Meine Katze natürlich. Sie ist so schnell, das glaubt ihr gar nicht. Sie jagt am liebsten Mäuse und Eidechsen und kleine Vögel und... Oh, das wollte ich nicht. Schönen Tag noch. Es wird höchste Zeit, dass ich ins Bett komme. Oh, nicht schon wieder. Bleib doch hier. Ich hab noch eine Verabredung. Und ich einen wichtigen Vorwand. Die Menge stob auseinander und Alice war alleine. Fast alleine. Denn dort, wo eben noch der Pulk der Tiere gestanden hatte, sah sie nun das weiße Kaninchen, das geistesabwesend den Strand entlang trottete, die Augen fest auf den Boden gerichtet, als suchte es irgendetwas. Die Königin, die Königin! Oh, bei meinem Fell, sie wird mich exekutieren lassen. Herr Kaninchen! Ah! Marianne, was machen Sie denn hier? Marianne? Die Handschuhe der Herzkönigin. Und der Fächer. Haben Sie sie gesehen? Ich muss sie irgendwo fallen gelassen haben. Ich muss sie wiederfinden. Sonst wird das Böse enden. Ja. Wer ist denn Mary? Ich brauche dringend Ersatz. Laufen Sie schnell nach Hause und holen Sie mir ein paar Handschuhe. Wasserhandschuhe, ja? Und einen Fächer. Aber ich bin nicht... Na los. Jetzt laufen Sie schon. Ja, schon gut. Ich will ja nicht, dass Ihnen was Schlimmes zustößt. Er muss mich für sein Hausmädchen halten. Wahrscheinlich sehen Menschen für ihn alle gleich aus. Naja, für unser Eins sehen sich weiße Kaninchen ja auch einigermaßen ähnlich. Ich frag mich, ob ich hier richtig bin. Ich bin einfach in die Richtung gelaufen, in die das Kaninchen gezeigt hat. Oh, da vorne ist ja ein kleines Haus. Da ist ein Messingschild an der Tür. W.Kaninchen. Na also. Und endlich mal eine Tür, die nicht abgeschlossen ist. W.
Wie seltsam, Botengänge für ein Kaninchen zu erledigen. Wahrscheinlich bekomme ich als nächstes Aufträge von Dinah. Meine Güte, Herr Kaninchen wohnt wirklich sehr ordentlich. Oh, da auf dem Tisch am Fenster. Na also, wie bestellt. Ein Fächer und ein paar Handschuhe. Und, Nanu, schon wieder so eine Flasche mit einem Schild. Trink mich. Nein, sicher nicht noch einmal. Hoppla, das muss von diesem anstrengenden Dauerlauf kommen. Egal, ich muss jetzt schnell zurück zum weißen Kaninchen und... Aua, die Tür war doch eben nicht so niedrig. Oh nein, es geht schon wieder los. Autsch, das war die Decke. Ich muss hier raus, bevor... Zwecklos, ich komme nicht mehr durch die Tür. Was mache ich denn jetzt? Das hättest du dir ja mal überlegen können, bevor du einfach klaglos gehorchst, wenn dir ein Kaninchen Befehle erteilt. Auch Alice? Verschwinde, hier ist kein Platz für zwei von mir. Ich muss sowieso schon den Kopf auf die Seite legen, um Platz zu... Das Fenster! Das wird Herrn Kaninchen nicht gefallen. Jetzt hängt mein Arm zum Garten herunter. Autsch. Die Flasche auf dem Tisch. Schnell, trink sie aus. Das lässt dich wieder schrumpfen. Dafür muss ich sie erst einmal zu fassen bekommen. Ich kann mich ja kaum rühren. Vielleicht geht es, wenn ich den anderen Arm um meinen Kopf wickele und mich hinlege und dann den einen Fuß in den Kamin stecke. Gleich habe ich sie. Zumindest, wenn ich nicht noch weiter war. Oh, oh. Ich war es ja wirklich leid, so ein kleines Ding zu sein. Aber das? Du hast wieder deine alte Größe, würde ich sagen. Vielleicht bin ich einfach nur groß geworden, weil ich gearbeitet habe, als wäre ich erwachsen. Ich habe immerhin als Hausmädchen gearbeitet. Ja, für ein Kaninchen. Mach mir nicht alles kaputt auch, Alice. Außerdem bist du nur größer geworden, nicht älter. Na, das wäre dann zumindest ein Trost, keine alte Frau zu werden. Oh, Moment. Das bedeutet aber auch, dass ich für alle Zeiten Unterricht haben werde. Marianne, wo bleiben meine Handschuhe und der Fächer? Mach dich nicht lächerlich. Wie sollen denn neben dir auch noch Schulbücher hier hineinpassen? Wie passt du hier überhaupt noch rein? Verschwinde endlich! Sie wollen mich nicht hereinlassen? In mein eigenes Zimmer? Unerhört! Dann steige ich eben durch das Fenster ein. Ich fürchte, das wird nicht funktionieren. Du bringst uns nur in Schwierigkeiten auch, Alice. Ich? Wer von uns hat denn mit dem Wachsen angefangen? Pet! Pet! Wo stecken Sie? Bin doch schon da. Grabe gerade nach Äpfeln, euer Ehren. Äpfel, so. Sie als Gärtner, was sagen Sie dazu? Was ist das? Sieht aus wie ein Arm, euer Ehren. Ein Arm, so ein Unfug. Wer hat denn schon einmal einen in dieser Größe gesehen? Der füllt ja das ganze Fenster aus. Stimmt schon, euer Ehren. Aber Arm ist Arm. Und das da ist ein Arm. Ja, also, machen Sie den da weg. Der hat hier nichts zu suchen. Rausziehen wird nicht gehen. Und abschneiden würde nichts nützen. An so einem Arm hängt ja meistens noch eine Menge dran. So, meinen Sie? Ja, ist wie bei Affenbrotbäumen. Sieht nicht nach viel aus, hat aber riesige Wurzeln. Bill, kommen Sie mal her. Sie sind doch Eidechse. Klettern Sie darauf durch den Schornstein durch und sehen Sie sich im Zimmer um. Bevor wir den Arm herausziehen oder abschneiden, müssen wir wissen, ob da noch irgendetwas dranhängt. Nichts da. Ihr werdet meinen Arm schön in Ruhe lassen. Klingt so, als wäre Bill im Kamin. Da hängt mein Fuß auch noch drin. Na, warte. Nicht, dass ich ihm was tun möchte, aber ein kleiner Tritt wird ihm schon nicht schaden. Guck mal, da ist Bill, die Eidechse. Da oben am Himmel. Seit wann kann der fliegen? Ich glaube, er übt noch. Er fällt runter. Fangt ihn auf! Ich habe ihn. Bill, alter Junge, was ist denn passiert? Ja los, reden Sie schon. Ja, ganz sicher bin ich mir nicht. Irgendwas im Kamin ist mir entgegengekommen und hat mich in die Luft geschickt wie eine Rakete. Tja. Das Klügste wird sein, das Haus einfach niederzubrennen. Was, schon wieder? Holt ein Fass Petroleum und ein paar Schwefelhölzer! Wenn ihr das Haus anzündet, hetze ich Dinah auf euch. Wer ist nochmal Dinah?
meine Katze! Ich glaube, sie sind weg. So, jetzt noch einmal. Wenn ich mich ein wenig strecke, komme ich an die Flasche. Zerbrich sie ja nicht mit deinen riesigen Händen. Ich habe sie. Jetzt muss ich irgendwie diesen winzigen Korken herausbekommen. So. Und jetzt zum Mund damit. Oh, es geht schon los. Schnell, lauf zur Tür, sonst kommst du gleich nicht mehr an die Klinke. Sie klemmt. Ich muss das Schloss zerdrückt haben. Dann kletter aus dem Fenster. Du kommst schon fast nicht mehr an die Fensterbank. Gut. Und jetzt? Spring. Das ist doch viel zu hoch. Du wirst immer noch kleiner. Je länger du wartest, desto höher wird es. Auch wieder wahr. Oh, was ist das? Wo bin ich gelandet? Ich fürchte, das ist ein Blütenkelch. Du bist noch kleiner als zuvor geworden. Naja, jammern hilft jetzt auch nicht weiter. Als erstes muss ich meine richtige Größe wiederbekommen. Und dann will ich endlich in den schönen Garten, den ich hinter der Tür in der Halle gesehen habe. Nur, wie soll ich das anstellen? Alice lief an Grashalmen und Wurzeln vorbei, über Kieselsteine und Moosteppiche hinweg, bis der Himmel über ihr verdunkelt wurde vom Blätterdach eines Waldes. Während sie noch im Laufen an den Bäumen hochsah, stieß sie plötzlich mit dem Kopf an etwas an. Na, aua! Was war denn da? Das ist ja ein Pilz! Und was ist das für ein Geräusch? Pilze blubbern eigentlich nicht. Wo kommt das her? Es muss ganz in der Nähe sein. Aber es ist nicht neben dem Pilz. Hinter dem Pilz? Nein, vielleicht auf dem Pilz? Sie stellte sich auf die Zehenspitzen und sah über den Rand. Auf dem Pilz saß eine Raupe, so groß wie Alice selbst. Sie hatte ihre vielen Arme gefaltet, schmauchte stumm an einer langen Wasserpfeife und nahm nicht die geringste Notiz von Alice oder von überhaupt irgendetwas. Erst als sich ihre Blicke trafen, bemerkte die Raupe Alice und nahm die Pfeife aus dem Mund. Wer bist denn du? Ich? Ich bin mir nicht sicher, mein Herr. Zumindest jetzt gerade nicht. Ich weiß noch, wer ich war, als ich heute Morgen aufgestanden bin. Aber ich glaube, ich bin seitdem ein paar Mal jemand anderes geworden. Was meinst du damit? Erkläre dich. Ich kann mich nicht erklären, weil ich gar nicht ich selbst bin. Verstehen Sie? Wie sollte ich? Ich fürchte, ich kann es nicht besser ausdrücken. Ich verstehe es ja selbst nicht. An einem Tag so viele verschiedene Größen zu haben, ist sehr verwirrend. Ist es nicht? Nun, vielleicht sehen Sie das jetzt noch so. Aber wenn Sie sich erst einmal verpuppen, und das werden Sie ja irgendwann, nicht wahr? Und sich dann in einen Schmetterling verwandeln, dann werden Sie sich schon ein wenig seltsam fühlen, oder? Durchaus nicht. Nun, vielleicht geht es Ihnen da anders. Ich weiß nur, dass ich es sehr seltsam fände. Ich interessiert mich nicht. Sag mir lieber, wer du bist. Warum sagen Sie mir nicht zuerst, wer Sie sind? Warum? Ach, das hat doch keinen Zweck. Komm zurück. Ich habe etwas Wichtiges zu sagen. Ja? Sei nicht so empfindlich. Ist das alles? Nein. Du glaubst also, du hast dich verändert, richtig? Ich fürchte, das habe ich, mein Herr. Ich kann keine 10 Minuten lang dieselbe Größe behalten. Hast du hier zufällig irgendwas gegessen oder getrunken? Ja, das habe ich. Nein, hast du nicht. Etwas zu essen oder zu trinken erfordert immer auch die Absicht, etwas zu essen oder zu trinken. So etwas geschieht also nicht zufällig. Aber ich habe einen Kuchen gegessen und aus einer Flasche getrunken, auf der Trink mich stand. Und beides hat meine Größe verändert. Aber es geschieht jetzt auch so, ohne dass ich irgendetwas esse oder trinke. Du hast kurz hintereinander den Kuchen gegessen und aus der Flasche getrunken? Ja, genau. Woher soll dein Körper dann jetzt noch wissen, ob er nun größer oder kleiner sein soll? Kann man nichts dagegen tun? Welche Größe willst du denn haben? Ach, die sind eigentlich alle gut. Dann weißt du offenbar selbst nicht, wie du sein willst. Das ist es nicht.
Nur dieses ständige Wechseln ist nicht so angenehm, wissen Sie? Nein, weiß ich nicht. Bist du mit dem jetzigen Zustand zufrieden? Ich wäre gerne zumindest größer als ein Pilz. Das ist sonst schon ein wenig armselig. Es ist im Gegenteil eine sehr, sehr angenehme Größe. Oh, für Sie natürlich schon. Aber sie passt nicht zu mir. Du wirst dich mit der Zeit daran gewöhnen. Warten Sie! Was mache ich denn jetzt? Eine Seite macht dich groß, die andere klein. Die eine Seite wovon? Die andere wovon? Vom Pilz. Na gut, das hilft mir ja tatsächlich weiter. Moment, was meint er denn nun mit der einen Seite? Und was mit der anderen? Von seiner Seite aus gesehen oder von meiner? Und wenn ich um den Pilz herumgehe, dann ist die eine Seite die andere Seite. Und andere? Und der Pilz ist völlig rund. Hat er denn überhaupt zwei Seiten? Herr Raupe? Oh, er ist weg. Dann hilft nur ausprobieren. Ich nehme mir ein Stück von jeder Seite und schaue, was dann passiert. Erstmal die eine Seite. Naja, vielleicht war es auch die andere. Aua! Was war das? Du bist mit dem Kinn gegen deine Schuhe gestoßen. Das war dann wohl doch die andere Seite. Und anscheinend etwas zu viel. Ich bin zusammengeschrumpft wie eine Ziehharmonika. Was mache ich denn jetzt? Na was wohl? Du hast doch das Stück von der einen Seite noch in der anderen Hand. Stimmt. Wahrscheinlich war das Problem. Ich hätte das von der einen Seite in die andere Hand nehmen müssen. Hoffentlich geht das jetzt besser. Was ist das plötzlich für ein grüner Teppich, auf dem ich da stehe? Du bist gerade sehr groß geworden. Und das da unten sind Baumkronen, würde ich sagen. Stimmt. Ich stand ja eben noch in einem Wald. Du stehst immer noch in einem Wald. Nur, dass der Pilz dich in die Länge gezogen hat, weil du schon wieder mit der Menge übertrieben hast. Was mache ich denn jetzt? Muss ich dir das jetzt wirklich nochmal erklären? Ach, natürlich, die Pilzstücke. Ich kann meine Hände gar nicht mehr sehen. Aber wenn ich den Hals vorsichtig hinunterbeuge... So, nimm diesmal nur einen Krümel. Ja, ja! Die Größe müsste ungefähr stimmen, oder? Sieht ganz gut aus. Den Rest von den Pilzstücken verwahre ich. Wer weiß, ob ich die noch einmal brauche. Gut, dann wäre das geschafft. Kommen wir zur zweiten Hälfte meines Plans. Wo finde ich den schönen Garten? Frag doch irgendwen nach dem Weg. Schau mal, da vorne auf der Lichtung ist ein Haus. Aber es ist winzig, höchstens 4 Fuß hoch. Wer auch immer da wohnt, so groß wie ich jetzt bin, jage ich ihnen einen riesigen Schrecken ein. Naja, mittlerweile habe ich ja Übung mit diesem Pilz. Alice schrumpfte sich auf die richtige Größe und näherte sich dem Haus. Erst jetzt sah sie an der Tür 2 Gestalten stehen, die beide Livreen trugen und große, gepuderte Lockenperücken auf den Köpfen hatten. Die eine Gestalt, die zur Dienerschaft des Hauses zu gehören schien, glich einem Frosch. Der andere Lakai hatte den Kopf eines Fisches, obschon er 2 Beine hatte und nicht im Wasser schwamm. Aber da Alice noch nie einen Fisch mit einer Perücke gesehen hatte, völlig gleich ob im Wasser oder an Land, war das ein eher nebensächliches Detail. Der Fisch zog nun einen riesigen, edel aussehenden Briefumschlag hervor und übergab ihn dem Frosch mit formvollendeter Geste. Dann verneigten sich die beiden würdevoll voreinander, wobei sich ihre Locken ineinander verwickelten. Etwas weniger würdevoll entwirrten sie sie wieder. Und der Fisch ging seiner Wege. Der Frosch blieb mit dem Brief unter dem Arm vor der Tür sitzen und sah dümmlich in den Himmel hinauf. Entschuldigung? Entschuldigung? Quark! Es hat keinen Sinn, an der Tür zu klopfen. Und zwar aus 2 Gründen. Erstens bin ich auf derselben Seite der Tür wie du. Und zweitens machen sie drinnen so einen Lärm, dass sie dich ohnehin unmöglich hören können. Darf ich bitte eintreten?
Quark, dein Klopfen wäre nur sinnvoll, wenn wir die Tür zwischen uns hätten. Wenn du beispielsweise im Haus wärst und klopfen würdest, könnte ich dich hinauslassen. Quark. Bitte, darf ich eintreten? Quark, ich für meinen Teil werde hier sitzen bleiben bis morgen. Quark. Vorsicht! Der Teller hätte sie fast erwischt. Oh, das Fenster ist hinüber. Quark, oder vielleicht auch bis übermorgen. Quark. Was Sie tun, ist ja Ihre Sache. Aber ich frage nach mir. Dürfte ich bitte eintreten? Quark, sollst du denn eintreten? Das ist die Frage, die du dir zuerst stellen müsstest. Quark. Na gut, was soll ich denn tun? Quark, was immer dir gefällt. Quark. Quark. Nimm den Brief mit, ja? Er ist für die Herzogin. Eine Einladung der Königin zum Krocketspielen. Quark. Ja, meinetwegen. Hallo? Meine Güte, dieser Rauch! Was kochen Sie denn hier? Na, auf jeden Fall irgendwas mit zu viel Pfeffer. Alice ging in Richtung des Lärms und gelangte in eine große Küche. Auf einem dreibeinigen Stuhl in der Mitte des Raumes saß die Herzogin. Eine kleine Frau mit einem riesigen Kopf. Sie wiegte missmutig ein Wickelkind in ihren Armen, das genauso oft niesen musste wie sie selbst und Alice. Tatsächlich waren die beiden einzigen Wesen, denen der Pfeffer in der Luft nichts auszumachen schien, die Köchin, die in einem großen Kessel mit Suppe rührte, und eine große Katze, die vor dem Herd saß. Sie war so groß wie Alice, obwohl sie eigentlich nicht größer war als eine gewöhnliche Katze, und Alice nur kleiner als sonst. Und sie grinste so breit, dass ihr die Mundwinkel bis an die Ohren reichten. Huch, warum grinst denn die Katze so? Weil es eine Grinsekatze ist, darum. Ich wusste gar nicht, dass Katzen... das... Katzen... grinsen können. Oh doch, das können sie alle. Und die meisten machen es auch. Ich kannte bislang keine, die das tut. Ha, was weißt du schon? Vorsicht, die Köchin wirft mit Pfannen. Und mit... Tellern. Oh je, das war ein Treffer. Jetzt geht das wieder los. Ich schelte meinen kleinen Wicht und schlag ihn, wenn er niest. Ich weiß, wie gern er Pfeffer riecht, wenn's ihm gefällig ist. Hallo? Ja, was denn? Ich habe hier eine Einladung von der Königin. Zum Krocketspielen? Ich denke schon. Dann, dann nimm du das Kind. Ich muss mich fertig machen. Aber Sie können doch nicht einfach... Nein, warten Sie. Ich wollte doch einfach nur fragen, wie ich zu diesem schönen Garten komme. Weg ist sie. Oh je. Ich bring dich hier raus, du armer kleiner Kerl. Was mache ich denn mit dir, wenn ich wieder nach Hause komme? Ich kann mich doch schlecht um dich kümmern. Ich werde ja selbst noch bekümmert. Na, grunz nicht. Das ist keine höfliche Art, sich auszudrücken. Mit deiner Nase siehst du sowieso schon fast wie ein Ferkel. Ah! Es ist ein Ferkel! Es hat sich in ein Ferkel verwandelt. Hallo, Ferkel. Wenn du ein Ferkel bist, muss ich dich auch nicht herumtragen wie ein Kind, oder? Komm, ich setz dich ab. Da läuft es. Wenn es groß geworden wäre, wäre es ein furchtbar hässlicher Junge geworden. Aber es gibt ein ganz hübsches Schwein ab. Grinsekatze, was machst du da oben im Baum? Was machst du da unten auf dem Boden? Ich suche nach einem Garten. Kannst du mir vielleicht sagen, in welche Richtung ich gehen soll? Vielleicht. Wirklich? Du willst kein Wettrennen mit mir machen oder mich anzünden oder mich mit irgendwas bewerfen? Nein, warum sollte ich? Wem gehört denn der Garten, den du suchst? Das weiß ich leider nicht. Wer wohnt denn hier in der Nähe?
In diese Richtung dort lebt ein Hutmacher und in der anderen ein Märzhase. Und zu wem soll ich besser gehen? Eigentlich ist es egal, wen du besuchst. Sie sind nämlich beide verrückt. Oh, bitte nicht. Ich möchte nicht schon wieder zu Verrückten. Das wird sich hier kaum vermeiden lassen. Grinsekatze? Ja. Immer wenn ich von meiner Katze erzähle, erschrecken hier alle und laufen weg. Hat das etwas mit dir zu tun? Die Leute hier haben Angst vor mir. Tust du ihnen denn etwas? Mit meinen Krallen, meinst du? Oder mit meinen Zähnen? Hm? Nein. Aber ich weiß etwas, was sie nicht wissen. Oder besser etwas, das sie nicht wissen wollen. Was denn? Sie sind verrückt. Das habe ich schon gemerkt. Ja, du. Aber die anderen? Die meisten wirft es ein wenig aus der Bahn, wenn sie merken, dass sie verrückt sind. Und deswegen haben sie Angst, dass ich sie daran erinnere. Denn wir sind hier alle verrückt. Ich bin verrückt. Du bist verrückt. Moment. Woher willst du wissen, dass ich verrückt bin? Du musst verrückt sein. Sonst wärst du ja nicht hierher gekommen. Und woher weißt du, dass du verrückt bist? Nun, Hunde sind nicht verrückt. Einverstanden? Ich denke schon. Gut. Ein Hund knurrt, wenn er böse ist, nicht wahr? Und wenn er sich freut, wedelt er mit dem Schwanz. Ich hingegen knurre, wenn ich mich freue. Und wedle mit dem Schwanz, wenn ich ärgerlich bin. Also muss ich verrückt sein. Das nennt man Schnurren, nicht Knurren. Du darfst es nennen, wie du willst. Du bist schließlich verrückt. Sag das bitte nicht. Siehst du, du möchtest es auch nicht hören. Ich glaube, ich gehe zum Märzhasen. Was ein Hutmacher ist, weiß ich. Aber Märzhasen kenne ich keine. Und außerdem ist schon Mai. Vielleicht ist er dann nicht mehr so verrückt wie noch im März. Tu das. Ich muss jetzt zu einem Krocketspiel. Vielleicht sehen wir uns da. Und mit diesen Worten löste sich die Katze langsam in Luft auf. Zuerst verschwand ihr Schwanzende, dann der Körper und zum Schluss ihr Grinsen, das noch eine Weile zwischen den Ästen schwebte, bis es schließlich verblasste. Alice hatte schon oft eine Katze ohne Grinsen gesehen, aber noch nie ein Grinsen ohne Katze. Während sie noch darüber nachdachte, gelangte sie zum Haus des Märzhasen. Zumindest nahm sie an, dass es das richtige Haus war. Denn beide Schornsteine waren wie Hasenohren geformt. Unter einem Baum vor dem Haus stand eine riesige, aus mehreren Tischen zusammengesetzte und reich gedeckte Tafel. Und der Märzhase und der Hutmacher saßen daran und tranken Tee. Zwischen ihnen saß tief schlummernd eine Schlafmaus. Die beiden anderen benutzten sie als Kissen für ihre Ellenbogen und unterhielten sich über ihren Kopf hinweg. Guten Tag, meine Herren. Dürfte ich mich wohl zu Ihnen setzen? Besetzt. Alles besetzt. Kein Platz. Aber es gibt hier doch jede Menge Platz. Sie sitzen doch dicht gedrängt an einer Ecke und der Tisch ist gedeckt für bestimmt ein Dutzend Leute. Ich nehme jetzt diesen Ohrensessel hier. So. Ein Glas Saft vielleicht? Ich sehe hier keinen Saft. Es ist ja auch keiner da. Dann ist es nicht sehr höflich, mir welchen anzubieten. Es ist ja auch nicht höflich, sich einfach zu setzen, ohne dass man eingeladen wurde. Du müsstest mal zum Friseur. Es gehört sich auch nicht, persönliche Bemerkungen zu machen. Das ist sehr unhöflich. Dann sage mir, was haben ein Rabe und ein Schreibtisch gemeinsam? Oh, ich mag Rätsel. Ich denke, das kann ich erraten. Du meinst, du könntest eine Antwort darauf finden? Genau. Dann solltest du auch sagen, was du meinst. Das tue ich doch. Zumindest meine ich das, was ich sage auch. Das ist doch dasselbe, oder nicht? Überhaupt nicht. Ich meine, was ich sage. Wenn du sagst, ich sehe, was ich esse, ist es nicht dasselbe, wie wenn du sagst, ich esse, was ich sehe. Wenn du sagst, ich mag, was ich bekomme, ist es nicht dasselbe wie, wenn du sagst, ich bekomme, was ich mag. Wenn du sagst, ich schlafe, wenn ich atme, ist das nicht dasselbe wie, wenn du sagst, ich atme, wenn ich schlafe. Es ist dasselbe für dich. Und was haben ein Rabe und ein Schreibtisch nun gemeinsam? Moment, den wievielten haben wir heute? Ich glaube, meine Taschenuhr geht schon wieder nach. Wir haben den vierten.
Zwei Tage! Sie geht zwei Tage nach! Ich habe ja gleich gesagt, dass Butter nicht zu diesem Uhrwerk passt. Aber es war wirklich erstklassige Butter. Ja, aber es müssen auch ein paar Krümel hineingeraten sein. Und ich habe dir noch gesagt, du sollst nicht das Brotmesser verwenden. Hier, tunk sie mal in den Tee, vielleicht hilft das. Erstklassige Butter, sage ich. Was ist denn das für eine seltsame Uhr? Sie zeigt an, den wievielten des Monats wir haben, aber nicht die Uhrzeit. Sie hat ja gar keine Uhrzeiger. Warum sollte sie auch? Zeigt deine Uhr etwa an, welches Jahr wir haben? Natürlich nicht, aber das liegt daran, dass es immer für so eine lange Zeit dasselbe Jahr bleibt. Und das, junge Dame, trifft auch auf meinen Ticker zu, wenn es um die Uhrzeit geht. Ich fürchte, ich verstehe sie nicht ganz. Die Schlafmaus ist wieder eingeschlafen. Sie kann ihm doch nicht den heißen Tee auf die Nase gießen. Die Theorie ist ja nicht schlecht. Aber wie soll er sich mitten in Baltimore die Tollwut geholt haben? Was? Hast du das Rätsel schon gelöst? Das Rätsel? Ach so, was ein Rabe und ein Schreibtisch gemeinsam haben? Ja. Genau. Nein, ich gebe auf. Wie lautet die Antwort? Ich habe nicht die geringste Idee. Ich auch nicht. Ich finde, Sie könnten etwas Besseres mit Ihrer Zeit anfangen, als sie mit Rätseln zu verschwenden, für die es keine Antworten gibt. Wenn du so viel über Zeit wüsstest wie ich, würdest du nicht davon reden, sie zu verschwenden. Sie ist ein Er! Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Sind Sie sicher, dass Sie die Zeit meinen? Nicht die Zeit, der Zeit! Ach, natürlich verstehst du nicht. Ich nehme an, du hast dich noch nie mit der Zeit auseinandersetzen müssen, so jung wie du bist. Vielleicht nicht. Aber ich habe mir durchaus schon die Zeit vertrieben. Der Zeit. Das wird ihm nicht gefallen haben. Er mag es nicht, vertrieben zu werden. Aber wenn du dich gut mit ihm verstehst, wird er fast alles mit der Uhr anstellen, was du dir wünschst. Nehmen wir zum Beispiel an, es wäre 9 Uhr am Morgen, ja? Kurz bevor der Unterricht beginnt. Du musst der Zeit nur einen kleinen, freundlichen Hinweis geben. Und rum geht die Uhr. Zack, 2:30, Zeit zum Mittagessen. Ich wünschte, das wäre es. Das wäre natürlich großartig. Aber dann hätte ich ja noch gar keinen Hunger. Zunächst womöglich nicht. Aber du könntest es ja 2:30 bleiben lassen, so lange wie es dir passt. Machen Sie das etwa auch so? Nein, nein. Er und ich sind im vergangenen März aneinander geraten. Die Herzkönigin hatte ein Konzert gegeben und ich musste O Papagei singen. Kennst du das Lied vielleicht? Der Name kommt mir zumindest bekannt vor. Oh Papagei, oh Papagei, wie grün sind deine Federn. Ja, das Lied hat eine Menge Strophen und ich habe sie alle gesungen. Zumindest versucht habe ich es. Irgendwo in der Mitte hatte die Königin dann genug. Sie sprang auf und schrie, er schlägt die Zeit tot ab mit dem Kopf. Das ist ja schrecklich. Und seitdem er denkt, dass ich ihn totschlagen wollte, rührt er keinen Finger mehr für mich. Jetzt ist es immer 6:00. Stehen etwa deswegen so viele Teetassen auf dem Tisch? Genau. Es ist immer Teezeit. Und deswegen fehlt es uns an der Zeit, zwischendurch abzuspülen. Und stattdessen rutschen Sie dann einfach um den Tisch herum? Wenn das Geschirr hinreichend benutzt wurde, genau. Immer einen Platz weiter. Aber da haben dann ja nur Sie etwas von. Die Schlafmaus hat dann Ihr Geschirr und am schlechtesten ist es um den Märzhasen bestellt. Sein Geschirr ist ja dann schon von Ihnen beiden benutzt worden. Und überhaupt, was passiert, wenn Sie wieder am Anfang angelangt sind? Ich möchte korrigieren. Am schlechtesten ist es von jetzt an um dich bestellt. Denn wenn wir weiterrücken, wurde dein Geschirr bereits von uns dreien benutzt. Aber ich will überhaupt nicht hierbleiben. Ich bin eigentlich nur hier, weil ich wissen wollte... Möchtest du noch mehr Tee? Was? Tee? Ich hatte noch überhaupt keinen Tee. Also kann ich auch nicht noch mehr Tee trinken. Du meinst, du kannst nicht noch weniger Tee trinken. Es ist sogar sehr leicht, mehr als überhaupt keinen Tee zu trinken. Niemand hat Sie nach Ihrer Meinung gefragt. Wer macht hier nun persönliche Bemerkungen? Alice schlug wütend mit der Faust auf ihr Gedeck. Ein Teil der wackeligen Teetafel brach daraufhin krachend zusammen. Und die Platte, auf die sie geschlagen hatte, kippte nach vorn. Das Mädchen machte einen Satz zurück und entging gerade noch dem Geschirr, das scheppernd zu Boden fiel. Dann sah sie, wie die Tischdecke wie ein Schleier von der aufrecht stehenden Platte hinunterrutschte. Doch darunter war nicht etwa blankes Holz. Eine Tür! Die Tischplatte, an der ich die ganze Zeit gesessen habe, ist eigentlich eine Tür, die die drei nur als einen Tisch benutzt haben. Seltsam. Die Platte steht auf der Kante und kippt nicht nach vorne und nicht nach hinten. Ob ich... Tatsächlich,
Sie geht auf. Und dahinter ist... Oh, die Halle mit den Türen und dem Glastisch in der Mitte. Und wenn ich an der Tür vorbeischaue... Nein, da sitzt immer noch die Teegesellschaft. Sie haben nicht einmal bemerkt, dass ich versehentlich ihre halbe Teetafel zertrümmert habe. So. Der Hutmacher und der Märzhase versuchen gerade, die Schlafmaus in eine Teekanne zu stopfen. Dann kann ich die drei ja auch alleine lassen und zurück in die Halle. So, diesmal mache ich alles richtig. Erst einmal den Schlüssel nehmen. Dann die kleine Tür hinter dem Vorhang aufschließen. Jetzt den letzten Bissen von dem Pilzstück, um mich klein genug zu machen. Und nun einfach durch die Tür in den schönen Garten spazieren. Es ist wirklich wunderschön. Oh, da vorne sind ja drei Gärtner. Wie sehen die denn aus? Ganz rechteckige, flache Körper. Und die Füße und die Hände an den vier Ecken. Und auf den Körpern haben sie rote Zahlen und Herzen. Und was machen die da? Sieht aus, als würden sie die weißen Rosen an dem Rosenstock dort rot anmalen. Das ist dann aber doch ein wenig ungewöhnlich für Gärtner. Entschuldigung? Aber würden Sie mir sagen, warum Sie die Rosen anmalen? Ihre beiden Kollegen sind aber schreckhaft. Aus gutem Grund, junge Dame. Pass auf, es ist so. Das hier sollten eigentlich rote Rosen sein und wir haben versehentlich weiße gepflanzt. Und wenn die Herzkönigin das herausfindet, dann lässt sie uns die Köpfe abschneiden, was uns in unserem weiteren Leben nicht sonderlich dienlich wäre. Also nutzen wir die Zeit, bis sie hier vorbeikommt und... Die Königin! Die Königin, die Herzkönigin kommt! Schnell, wirf dich auf den Boden! Nein, dann sehe ich ja gar nichts. Oh, da sind sie! Der ganze Hofstaat! Nanu, die sehen ja alle aus wie ihr. Wie zu groß geratene Spielkarten. Sei leise, sei bloß leise! Und da ist ja auch das weiße Kaninchen. Und jetzt trägt es einen Mantel mit Herzen darauf und hat eine Trompete in der Hand. Und das neben ihm müssen die Herzkönigin und der Herzkönig sein. Wer ist dieses Mädchen? Warum steht sie da? Warum liegt sie nicht? Stopp die Prozession. Sehr wohl, Majestät. Alle! Halt! Wie ist dein Name, Kind? Ich heiße Alice, Euer Majestät. Und warum liegst du nicht vor mir im Staub? Weil ich euch sehen wollte, Euer Majestät. Und wie hätte ich eure Prozession sehen können, wenn ich mit dem Gesicht auf dem Boden gelegen hätte? Unverschämtheit! Ab mit dem Kopf! Bedenke, Teuerste, sie ist noch ein Kind. Du meinst, Kind, das also, dass niemand unsere Prozession sieht? Liegen denn sonst immer alle Zuschauer mit dem Gesicht nach unten, Majestät? Tja. Du, Mary Ann. Ich heiße Alice, Euer Majestät. Kannst du Croquet spielen? Ja, das kann ich. Dann komm mit, wir sind ohnehin auf dem Weg zum Croquetfeld. Herold! Jawohl, Euer Majestät. Alle, weiter! Du hast Glück gehabt. Die Decken sind bei Hufe zwar sehr hoch gebaut, aber das heißt nicht, dass man hier nicht auf seinen Kopf Acht geben muss. Herr Kaninchen, was machen Sie hier? Und wo ist die Herzogin? Sie sollte doch gegen die Königin spielen. Ich bin der Herold der Herzkönigin. Die Herzogin sitzt im Gefängnis und soll bei Gelegenheit exekutiert werden. Was? Wie das? Nun, so wie die Dinge hier gehen, tippe ich auf eine Enthauptung. Nein, ich meine, wieso? Stopp die Prozession! Wir sind da. Viel Glück. Sehr wohl, Majestät. Alle! Halt! Nehmt eure Position ein. Der Boden hier ist ja voller Furchen. Wie soll man denn darauf spielen? Hiermit. Bitte sehr. Das ist mein Schläger? Das ist ja ein Flamingo. Ja, ja. Und die Bälle sind Igel. Vorsicht, deiner will gerade wegkrabbeln. Ich glaube, ich müsste erst einmal damit üben. Dann beeil dich. Alle anderen haben schon angefangen. Was, gleichzeitig? Nein, nein. Ein Teil des Hofstaats muss ja die Croquet-Tore spielen. Das funktioniert recht gut, so dünn wie sie sind. Oh. Oh.
Igel! Mein Flamingo! Haltet ihn! Nehmt dieses Crockett-Tor fest! Das Spiel versank nach nur wenigen Minuten in völligem Chaos, was niemanden zu stören schien und Alice nicht weiter überraschte. Die Spieler spielten alle durcheinander, stritten sich um die Igel und liefen ihren flüchtenden Flamingos hinterher. Die Herzkönigin stampfte wütend herum und verhängte wahllos Todesurteile über Mitglieder ihres Hofstaats. Die nur irgendwie versuchten, gleichzeitig ihren Verpflichtungen als Mitspieler und Crockett-Tore nachzukommen. Alice wurde ein wenig unruhig. Sie war bisher nicht mit der Herzkönigin aneinander geraten. Aber da immer mehr Spieler verhaftet wurden und immer weniger auf dem Feld standen, würde das nur eine Frage der Zeit sein. Gerade als sie sich fragte, was dann wohl aus ihrem Kopf werden würde, sah sie eine seltsame Erscheinung in der Luft schweben, die bald deutlicher wurde und die Form eines Grinsens annahm. Grinsekatze! Wie kommst du voran? Wenn der Boden mal ausnahmsweise nicht so furchig wie ein Acker ist, muss ich erst einmal den Flamingo dazu bringen, den Hals auszustrecken, damit ich ihn überhaupt als Schläger benutzen kann. Und wenn dann mein Igel ausnahmsweise mal stillhält und ich schlagen will, dreht der Flamingo wieder den Kopf zu mir hoch und sieht mich blöde an. Da, siehst du? Außerdem stehen die Crockett-Tore ständig auf und spielen dann selbst mit. Es ist ein ziemlich schwieriges Spiel. Oh, absolut. Und außerdem zanken sie sich alle so laut, dass man sein eigenes Wort kaum versteht. Ab mit dem Kopf! Hörst du? Und es gibt keine Regeln. Zumindest keine, an die sich irgendjemand hält. Wenn es keine Regeln gibt, muss man sich auch keine Sorgen machen, sie versehentlich zu brechen. Ach, sag das nicht. Die Leute hier haben eine schreckliche Vorliebe für Enthauptung. Es ist ein Wunder, dass überhaupt noch jemand am Leben ist. Mit wem redest du da? Oh, Majestät, das ist ein Freund von mir. Eine Grinsekatze. Erlaubt mir, dass ich sie euch vorstelle. Was? Das da eine Katze? Mich überrascht es auch immer wieder. Das ist doch nur ein Kopf, der in der Luft schwebt. Ich bin mir nicht sicher, ob das erlaubt ist. Solange ihr Kleidung tragt, ist euer Körper auch nicht zu sehen. Werde nicht frech. Ich gestatte dir immerhin, mir die Ehre zu erweisen und mir die Hand zu küssen. Lieber nicht. Impertinent! Die Katze muss verschwinden, sofort! Meine Teuerste, könntest du bitte diese Katze da wegmachen lassen? Was? Ja, ja, ab mit dem Kopf! Hervorragend! Der Scharfrichter soll sich gleich darum kümmern. Pet! Pet! Wo stecken Sie? Bin doch schon da, Euer Majestät. Pet! Sie als Scharfrichter, was sagen Sie dazu? Was ist das? Ja, sieht wie ein Kopf aus, Euer Majestät. Es ist ein Katzenkopf, Pet. Tja, eine Information, die mir aus sicherer Quelle zugespielt wurde. Hörst du? Er meint uns. Oh, sei besser leise. Ist bestimmt richtig, Euer Majestät. Aber Kopf ist Kopf. Gut, Sie wissen ja, was zu tun ist. Einmal bitte die Axt und zack. Zack? Ja, Sie wissen schon, zack, eben. So einfach ist das nicht, fürchte ich, Euer Majestät. Ich kann ja schlecht einen Kopf abschneiden, wenn gar kein Körper da ist, von dem ich den abschneiden könnte. Das ist doch Unfug. Was einen Kopf hat, kann man auch köpfen. Nee, mit sowas will ich gar nicht erst anfangen. Wenn ich jetzt einmal eine Ausnahme mache, kommen demnächst alle mit ihren körperlosen Katzenköpfen an. Was ist hier los? Warum ist der Kopf noch nicht ab? Teuerste, ich habe die Situation im Griff. Es gibt nur noch ein paar kleine, sagen wir, technische Schwierigkeiten. Ein Kopf kann ich nicht köpfen. Geht einfach nicht. Wenn dieses Katzentier nicht umgehend seinen Kopf verliert, wie wäre es dann, wenn ich einfach
alle hier köpfen ließe. Vielleicht fragen Euer Majestät einfach die Herzogin, was zu tun ist. Das ist immerhin ihre Katze. Die Herzogin? Holt sie her! Wir machen ihr den Prozess! Aber Teuerste, sie sitzt bereits im Gefängnis und wartet auf ihre Enthauptung. Dann wird sie eben gleich doppelt enthauptet. Aber nur, wenn sie verurteilt wird, richtig? Tja, also selbstverständlich. Falls man sie freispricht, wird sie nur einmal geköpft. Doppelte Enthauptung habe ich auch noch nie gemacht. Da muss ich mich erst einlesen. Zum Gerichtssaal. Herold, gib das Signal. Jawohl, Euer Majestät. Sofort. Ich werde hier wohl nicht mehr gebraucht. Mach's gut. Grinsekatze, warte doch. Weg ist sie. Euer Majestäten, die Grinsekatze ist weg. Damit ist das Problem doch gelöst und niemand muss vor Gericht, oder? Hallo? Aber alle waren schon zum Gerichtssaal gelaufen, der aus gutem Grund direkt an das Crockettfeld anschloss. Als die Herzkönigin kurz abgelenkt war, begnadigte der König heimlich den ganzen Hofstaat, der von der Königin während des Spiels zum Tode verurteilt worden war, damit es beim Prozess gegen die Herzogin auch Zuschauer gab. Und bald nahmen alle ihren Platz ein. Geht es schon los? Auch, Alice. Wo kommst du denn her? Ach, ich habe mich hier eine Weile ohne dich umgesehen. Denk dir, ich habe einen riesigen Hundewelpen dressiert. Und ich habe eine Raupe getroffen. Und eine Grinsekatze. Und ich einen Greifen. Und eine falsche Schildkröte. Und ein Vogel hat mich mit einer Schlange verwechselt. Mit einer Schlange? Lange Geschichte. Naja, stimmt. Die meisten Schlangen sind ja ziemlich lang. Und was passiert hier jetzt? Also, der König ist der Richter. Das erkennt man an der großen Perücke. Und das da ist die Geschworenenbank. Und die 12 Tiere sind die Geschworenen. Da ist der Dodo, die Maus, dann noch der Frosch und der Fisch mit Beinen. Oh, und ich glaube, dass da vorne sind Bill die Eidechse und Pat. Was schreiben die denn alle auf? Der Prozess hat doch noch gar nicht angefangen. Ihre Namen, damit sie nicht bis zur Urteilsverkündung vergessen haben. Dumme Dinger. Psst, nicht so laut. Jetzt schreiben sie alle dumme Dinge auf ihre Notizzettel. Quark. Wie schreibt man dumm, Quark? So, ich muss jetzt weiter. Ich habe eine Eintrittskarte für das Hummerballett. Mach's gut. Ich glaube, es geht jetzt auch los. Ruhe im Saal! Wo ist die Herzogin? Wird gerade aus dem Gang zu den Kerkerzellen geführt, Majestät. Und die Moral von der Geschichte? Mit Liebe und Gesang hält man die Welt in Gang. Die Angeklagte möge schweigen. Herold, verlies die Anklage. Die Herzogin hat 3 Runden beim Krokettspiel verloren. Der Königin schlug sie drum den Flamingo um die Ohren. Die Geschworenen mögen sich zur Beratung zurückziehen. Nein, nein, da kommt vorher noch eine ganze Menge. Majestät, müssen zunächst die Zeugen ins Kreuzverhör nehmen. Na gut, ruf den ersten Zeugen. Der erste Zeuge möge vortreten. Bitte um Entschuldigung dafür, dass ich mit einer Tasse in der Hand vor Gericht erscheine. Aber wir waren noch beim Tee, als man nach mir schickte. Um diese Uhrzeit hättet ihr doch längst fertig sein müssen. Wann habt ihr denn begonnen? Ich glaube, es war der 14. März. Der 15. 16. Die Geschworenen mögen das notieren. Welches Datum von den dreien, Majestät? Alle drei selbstverständlich. Und vergesst nicht, sie zusammenzuzählen. Und die Moral von der Geschichte? Gleich und gleich gesellt sich gern. Die Angeklagte möge schweigen. Wie rechnet man Datumsangaben nochmal in Schilling und Pennies um? Jetzt nehmt erst einmal euren Hut ab. Ihr seid schließlich vor Gericht. Das ist nicht meiner. Aha, gestohlen. Ich habe die Hüte nur, um sie zu verkaufen. Ich habe gar keinen eigenen. Ich bin ein Hutmacher. Ein Hutmacher? Kennen wir uns nicht? Nun macht eure Aussage und seid nicht so nervös. Sonst werdet ihr auf der Stelle geköpft. Herold, bring mir die Liste der Sänger vom letzten Konzert. Sehr wohl, Majestät.
Wäre es zu viel verlangt, sich nicht so breit zu machen? Genau. Ich bekomme kaum noch Luft. Entschuldigung, ich kann leider nichts daran ändern. Ich glaube, ich wachse. Du hast kein Recht, hier zu wachsen. Aber jeder wächst. Sie beide doch sicher auch. Ja, aber in einem vertretbaren Tempo. Nun macht endlich eure Aussage. Ich bin nur ein armseliger Mann, euer Majestät. Und ich hatte noch nicht mit dem Tee begonnen und vor nicht mal einer Woche. Und jetzt, wo die Butterbrote so dünn wird und das Teller des Tees... Das war's? Es begann mit dem Tee. Natürlich beginnt Tellern mit einem Tee. Haltet ihr mich für einen Dummkopf? Falls Majestät darauf bestehen, dann selbstverständlich. Fahrt fort. Ich bin nur ein armseliger Mann. Und danach tellerten die meisten Dinge. Aber der Märzhase sagte... Habe ich nicht. Oh doch. Ich streite alles ab. Ihr streitet alles ab? Die Geschworenen mögen diesen Teil daher auslassen. Die Liste der Sänger, Majestät. Dann wollen wir mal sehen. Nun, wie dem auch sei... Die Schlafmaus sagte... Die Schlafmaus ist wieder eingeschlafen. Sie kann also gerade nichts abstreiten. Danach jedenfalls habe ich mir noch eine Scheibe Brot abgeschnitten. Aber was hat die Schlafmaus denn gesagt? Daran kann ich mich nicht erinnern. Ihr solltet euch besser erinnern, sonst werdet ihr exekutiert. Ich bin nur ein armseliger Mann, euer Majestät. Ihr seid vor allem ein armseliger Redner. Wenn das alles ist, was ihr über die Angelegenheit wisst, so dürft ihr euch nun setzen. Steht es mir frei zu wählen, wo ich sitze, Euer Majestät? Es sei euch gestattet. Dann möchte ich mich bitte wieder an meine Teetafel setzen. Wohlan. Ihr dürft gehen. Ich würde es vorziehen zu rennen, Euer Majestät. Meinetwegen. Herold, ruft den nächsten Zeugen auf. Sehr wohl, Majestät. Ich wusste es doch. Er war es, der die Zeit totgeschlagen hat. Der Zeit. Ruhe! Sonst lasse ich den Saal köpfen. Teuerste, meinst du nicht, dass das unser Budget übersteigt? Und die Moral von der Geschichte? Es gibt so viele Meinungen wie Köpfe. Die Angeklagte möge sich erinnern, wo sie sich hier befindet. Könnten wir jetzt bitte den nächsten Zeugen hören? Sehr wohl, Majestät. Das Gericht ruft die Raupe in den Zeugenstand. Wo ist die Raupe? Da! Sie ist ein Schmetterling geworden, seht ihr? Da oben. Ich bin keineswegs da oben. Du bist da unten. Und? Ist es, wie ich gesagt habe? Es fühlt sich seltsam an, plötzlich jemand anderes zu sein, oder? Selbstverständlich nicht. Macht eure Aussage. Nein. Wie? Indem ich schweige. Majestät, sollten diesen Zeugen nun wirklich ins Kreuzfeuer nehmen? Tja, was sein muss, muss sein. In welcher Verbindung steht ihr zur Angeklagten? In keiner. Ich fliege. Dann sagt mir, was... ist Senf. Ein Mineral. Wie kommt ihr darauf? Senf ist weder ein Flamingo noch ein Sirup. Also muss es sich um ein Mineral handeln. Ja, aber habt ihr schon einmal eine Senfmine gesehen? Ja. Und die Moral von der Geschichte? Mache gute Miene zum bösen Spiel. Nehmt die Herzogin fest! Werft sie aus dem Saal, unterdrückt sie, kneift sie, ab mit dem Kopf. Wir sind ja quasi dabei, Teuerste. Herold, wo ist die Raupe? Also der Schmetterling. Weggeflogen. Na, dann ist es ja auch egal. Ruf den nächsten Zeugen. Ich bekomme Kopfschmerzen von all dem, Teuerste. Bitte mach du das nächste Kreuzverhör. Der nächste Zeuge ist hier. Mal sehen. Alice! Ich? Ja, ich bin hier. Oh je, das war die Geschworenenbank. Moment, ich stell sie wieder hin. So. Der Prozess kann erst fortgesetzt werden, wenn sich die Geschworenen wieder auf ihren Plätzen befinden.
Ich bin schon dabei. Ich sammle sie ein und setze sie hin. Bitte entschuldigen Sie, verehrte Geschworene. Ich bin, seit die Verhandlung begonnen hat, wieder gewachsen. Und Sie sind für mich so klein, dass ich Sie beim Aufstehen übersehen habe. Sie hat recht. Man kann ihr geradezu beim Wachsen zusehen. Und sie stößt schon jetzt fast mit dem Kopf an die Decke. Das ist ein wenig, beunruhigend. Findest du nicht, Teuerste? Wir werden ein größeres Beil brauchen. So, das sollten alle gewesen sein. Du hast die Eidechse mit dem Kopf nach unten in die Bank gesetzt. Oh, Entschuldigung, Moment. Bill, alter Junge, alles in Ordnung? Ruhe! Wir beginnen mit dem Kreuzverhör. Was weißt du von dieser Angelegenheit? Nichts. Gar nichts? Gar nichts. Die Geschworenen mögen das notieren. Das ist überaus wichtig. Majestät meine natürlich unwichtig. Unwichtig? Selbstverständlich habe ich das gemeint. Wichtig, unwichtig, unwichtig, wichtig. Majestät. Ach ja, die Geschworenen mögen sich zur Beratung zurückziehen. Mit Verlaub, wir haben noch mehr Beweise, Majestät. Dieses Kuvert hier wurde soeben abgegeben. Was ist darin? Ich habe es noch nicht geöffnet, aber es ist dem Vernehmen nach ein Brief geschrieben von der Angeklagten. An wen ist der Brief gerichtet? Auf dem Umschlag steht nichts, also an irgendjemanden. Ja, so muss es gewesen sein. Es sei denn natürlich, der Brief wurde an irgendniemanden geschrieben, aber so etwas scheint mir unüblich zu sein, nicht wahr? Und die Moral von der Geschichte? Sei, was du zu scheinen wünschest. Oder einfacher ausgedrückt, bilde dir nie ein, verschieden von dem zu sein, was anderen erscheint, das, was du warst oder gewesen sein möchtest, nicht verschieden von dem war, das, was du gewesen warst, ihnen erschienen wäre, als wäre es verschieden. Die Angeklagte! Moment. Was? Es ist kein Brief, es ist ein Gedicht. Ist es überhaupt in der Handschrift der Herzogin? Nein. Dann muss sie jemandes Handschrift imitiert haben. Hier, seht ihr? Ihr habt keinen Beweis dafür, dass der Brief von ihr ist. Es ist ja nicht einmal unterschrieben. Dass die Unterschrift fehlt, macht es nur noch schlimmer. Sie muss ja irgendwas im Schilde geführt haben. Sonst hätte sie den Brief mit ihrem Namen unterschrieben, wie eine ehrenwerte Dame. Das beweist ihre Schuld. Das beweist gar nichts. Ihr wisst doch noch gar nicht, was darin steht. Herold, verlies den Brief. Sehr wohl, Majestät. Tja, mal sehen. Ich höre ja, du warst bei ihr und dass er mir es gönnt. Sie sprach... Sie hielte viel von mir, wenn ich nur schwimmen könnte. Er schrieb an sie, ich ginge nicht, nur wussten wir es gleich. Wenn ihr viel an der Sache liegt, was würde dann aus euch? Moment, was? Fahrt fort. Geben Sie mal her. Ich gab ihr 1, sie gab ihm 2. Ihr gabt uns 3 mal 4. Jetzt sind sie hier, er steht dabei... Doch alle gehörten erst mir. Das geht noch ewig so weiter. Und die Moral von der Geschichte? Vielleicht gibt es überhaupt keine. Tja, alles hat eine Moral. Man muss sie nur finden. Es ist auf jeden Fall das wichtigste Beweisstück, das wir haben. So. Dann mögen sich nun die Geschworenen zur Beratung... Das wichtigste Beweisstück? Wenn mir irgendjemand erklären kann, was diese Geschichte bedeuten soll, dann hat er was gut bei mir. Ich glaube, es gibt nicht mal einen Funken Sinn darin. Mäßige dich! Ist doch wunderbar. Wenn es keinen Sinn darin gibt, dann spart uns das viel Arbeit. Die Geschworenen mögen sich zur Beratung zurückziehen. Und worüber sollen die beraten? Der Frosch und der Fisch mit Beinen haben die ganze Zeit stumm die Decke angeguckt. Die Hälfte der anderen kann offensichtlich nicht lesen und schreiben und hat während der Verhandlung nur Strichmännchen gezeichnet. Und die Eidechse hat nicht mal einen Stift gehabt und nur mit der Hand Buchstaben in die Luft gemalt. So,
ich habe gerade im königlichen Gesetzbuch nachgeschlagen. Und es gibt ein Gesetz, nicht wahr? Das besagt Artikel 42. Alle Personen, die über eine Meile hoch sind, müssen den Hof verlassen. Tja. Ich bin keine Meile hoch. Ich habe wieder meine ganz normale Größe. Aha. Aber du fühlst dich angesprochen. Wen solltet ihr denn sonst meinen? Mindestens eine Meile. Meinst du nicht, Teuerste? Wenn sie nicht sofort verschwindet, ist es gleich ein Stück weniger. Ich bleibe. Das ist überhaupt kein Gesetz. Ihr habt es gerade erfunden. Nein, nein. Es ist das älteste Gesetz überhaupt. Ach ja? Warum ist es dann Artikel 42 und nicht Artikel 1? Ja, hier steht jedenfalls... Ihr haltet das Buch verkehrt herum. Ich kann Gesetze auch lesen, wenn sie auf dem Kopf stehen. Aber die Seite, auf die ihr da zeigt, ist leer. Ich kenne das Buch selbstverständlich auswendig. Ich kann von hier aus den Umschlag sehen und es ist ein Kochbuch. Nun gut, dann kommen wir jetzt zur Vollstreckung der Strafe. So ein Blödsinn! Erst kommt das Urteil, dann die Strafe. Hüte deine Zunge! Ich denke nicht daran! Ab mit dem Kopf! Macht euch nicht lächerlich! Ihr alle seid nur ein Kartenspiel! Bei diesen Worten erhob sich der ganze Hofstaat in die Luft und regnete auf Alice herab. Sie schrie auf, halb vor Schreck, halb vor Wut, und versuchte, die Spielkarten abzuwehren. Doch ihre Hände griffen ins Leere. Alice? Was? Hey, wach auf! Hab ich geschlafen? Tief und fest. Oh, ich hatte einen so seltsamen Traum. Na komm, steh auf. Wir müssen zurück nach Hause, es gibt gleich schon Tee. Tee? Ja, da war ein Hutmacher und ein Märzhase. Was ist denn ein Märzhase? Ich weiß nicht, aber sie waren beim Tee. Und was hast du da gemacht? Ich bin von einer Grinsekatze dahin geschickt worden. Und vorher war ich bei einer Raupe. Wie bist du denn in diese Geschichte hineingeraten? Ich bin einem weißen Kaninchen hinterhergerannt. Das hatte eine Weste an und eine Taschenuhr dabei.